einfach mit expandieren. Ein Stück. Also quasi vielleicht hier unten an der Küste weitergehen. Einfach nur, damit ich dann Zugang zu Brasilien dann erstmal habe. Ich gucke gerade, ob du vielleicht irgendwo siedeln könntest. Oder irgendwo dir Geländefelder kaufen könntest, um Aluminium zu bekommen. Aber es sieht halt echt nicht danach aus bei mir. Der hat... Ich glaube, der hat auch gar kein Alu, ne? Nee, der hat Kohle, der hat Diamanten, der hat Pferd. Der hat eigentlich gar nicht mal so viel. Also kriegerisch kann der nicht so viel. Ja, das ist es gut. Ressourcen, wo halt wichtig sind, da an der Ecke, die kontrolliere ich mit dem Eisen. Perfekt. Also wo er dran müsste. Also er kann nicht so viel verbessern. Hm. Ja, I see this. Das hat er alles durch Handel, würde ich sagen. Nicht durch dadurch, dass er es hat. Weil was ich hier sehe, doch, da ist ein Salpeter, aber das war es dann auch schon. Er hat zwei Salpeter. Wenn du in Handelsmenü mit ihm gehst, dann siehst du ja, was er hat. Ah, okay. Genau. Ich habe was gelernt. Oh, ich habe Rohöl. Jawollo. Habe ich direkt vor der Nase. Das gefällt mir sehr. Jetzt können wir uns mal noch anderen Dingen zuwenden, nämlich wo ist Öl? Weil das brauchen wir auch. Ich gucke gerade mal durch. Ich habe ein Ölvorkommen vor der Nase. Das gibt einen strategischen Vorteil. Also ich werde hier nochmal siedeln müssen unten. Wer von denen hat Öl? Ich guck mal, ob Montezuma Öl hat, weil dann könnte er irgendwann Infanterie ausbilden. Nein, hat er nicht. Sehr gut. Ich guck mal, ob er da vielleicht nur noch nicht gebaut hat. Oder ob du vielleicht sogar auf dem Ölvorkommen sitzt. Nee. Lissabon hat vor der Küste Öl. Oh, Montezuma ist kurz davor, Öl zu bekommen. Das ist nicht gut. Ich habe Öl vor der Küste mehrfach. Das ist auch nicht schlecht. Oh, diese Insel da unten, die muss ich unbedingt kriegen. Die hat 1, 2, 3 Ölvorkommen, 4 Ölvorkommen. Und dann 5, 6 Ölvorkommen. Alter, das wäre die Insel. Tatsächlich. Also ich würde vielleicht erstmal hier schnell versuchen zu expandieren. Mach das. Und danach Panzer zu machen. Ich baue meine Truppen da noch auf. Okay, sehr gut. Weil Panzer, mit Panzern können wir hier wenigstens was aufräumen, weißt du? Dafür bräuchte ich schnell Siedler. Baue ich hier gerade schon welche? Ja, Siedler brauchen halt noch ein bisschen. Und ich habe ein Kampfschiff, eine Fregatte, eine anständige. Meine Güte, hat das lange gedauert. Ein Panzerschiff meine ich. Das hat so lange gedauert mit dem doofen Ding. 8 Runden Siedler, das ist auch lange. Ich mache aber 2 Siedler mal. Oder wobei, Moment mal. Hat er einen Flughafen? Nee, der hat keinen Flughafen. Das ist okay. Der hat auch keinen Flughafen. Okay. Artillerie. Die brauche ich. Mit der Artillerie kann ich den auch zerfetzen da unten. Okay, gut. Also ich kann mir ein Aluminium schon mal holen. Das ist gar kein Problem jetzt. Ich habe 2 Artillerien. Ich habe genug Einheiten. Ich würde mir das holen. Und dementsprechend. Und dann holen wir uns endlich Monte. Doppeldecker. Neue Basis zuweisen. Okay. Gesandten schicken. Oh, verdammt, er hat gerade einige von seinen Truppen geupgradet. Verdammt. Was hat er denn für Truppen jetzt? Feldkanonen hat er jetzt. Der hat seine Bombarden da upgradet. Okay, das geht ja noch. Und er hat Korpseinheiten. Korpseinheiten, ja gut, das geht. Korb habe ich immer gesagt. Korpseinheiten. Na gut, habe ich auch einige. Alles, was ich da unten stehen habe, ist mindestens mit 3 Einheiten fusioniert. Sehr gut. Nicht so viel, aber es haut halt rein.
Aber das kriegen wir. Reserven. Wo müsste ich denn am besten siedeln? Hier. Okay, ich sieht auch geil aus. Da hat er Hochhäuser stehen drumherum. What the fuck? Stadtmauer. Guck mal unten auf der Insel. Der Norweger kommt einfach mit einem Panzer an. Oh. Und daneben dran sind noch Barbaren. Sehr gut. Weißt du was? Er soll sich um die kümmern. Ich segel hier runter. Ich will diese Insel hier haben. Und boah, wie soll ich das denn? Oh, ich habe eine große. Ah, ich habe einen großen Wissenschaftler. Perfekt. Wow, ich werde das nicht so schnell schaffen. Mist. Ah, doch hier vielleicht. 31. Oh nee. Hör doch auf. Wobei, vielleicht wird es ein bisschen schneller, wenn ich noch einen Siedler mache. Okay. Alle meine Städte sind in der nächsten Runde mit dem, was sie produzieren, fertig. Sehr gut. Wenn alle, dann hast du nächste Runde wieder Kapazitäten. Ja. Oh, was kann der denn jetzt hier? Weltraumrennen. Ah, Mist. Okay. Okay. Ich schiebe meine Artillerien an die Grenze. Und werde ihn angreifen. Also Toronto angreifen. So. Jetzt herrscht Krieg. Anders geht's nicht. Ich brauch das Aluminium so schnell wie möglich. Oh, diese Flieger sind so fies. Perfekt. Hier habe ich noch eine Feldkanone. Okay, wir müssen das irgendwie packen jetzt. Okay. Guck mal, dieses Barbarendorf bei mir im Süden, also so Süd. Unter Entenhausen an. Die haben einfach ein Bazooka-Team. Das ist so sinnlos. So, what the fuck, Alter. Muss ich gucken. Was da. Entenhausen? Also, unten links von... Oh, ich... Die haben einfach so ein Bazooka-Team da stehen, so, ey. Das sieht geil aus. Wir sind Barbaren, wir haben Bazookas. So, was? Warum? Oh, hier sind zwei Ölfelder. Das muss ich hier dringend bekommen. Ich werde da siedeln. Okay, ich habe Feldkanonen. Die können ballern. Ich habe das hier. Also die Ölfelder muss ich mir dringend holen. Überall. Das ist so das A und O. Okay. So, du expandierst hoffentlich dann auch recht schnell. Welche Einheit muss ich denn... Ach, hier. Ich ziehe da alles runter. Auch mein geliebtes U-Boot. So. Die Insel werde ich beschützen mit allem, was ich habe. Und die muss ich hier auch noch runterschicken, stimmt. Die müssen das Dorf einnehmen. Oh, der hat noch einen großen... Oh ja, jetzt beginnt natürlich der Kampf hier hinten. Der hat mich gut getroffen. Der hat mich zu gut getroffen. Aua. Was war das? Was? Oh nein. Da hat einfach jemand, die Barbaren haben gerade mit der Bazooka geschossen. Und haben eine Einheit getötet. Das klingt irgendwie so bekloppt gerade. Irgendwie ja. Komm, greift an. Hallo? Könnt ihr angreifen? Geht das? Okay. Oh, die können nicht so weit fliegen, alles klar. Thank you.
Gott. Die... Das lief einfach noch gar nicht so gut. Ja, Feldkanonen gegen Panzer, ne? So ein Mist aber auch. Ich hätte nicht gedacht, dass die so eine krasse Abwehr haben. What the fuck? Ich kann hier einfach nichts machen. Dann macht da wenigstens was. Kann ich die Gelände bis dahin kommen? Nee. Mist. Ich komme da nicht so weit im Moment. Okay. Steh in den Krieg. Die Barbaren haben das erste Mal uns jetzt halt getroffen. Ich habe eine mumifizierte Katze gefunden auf dem Schlachtfeld, wo ich gegen die Barbaren gekämpft habe. Du hast einen Archäologen, ne? Ja. Ich hätte hier auch sehr viele Sachen, die ich eigentlich holen könnte. Okay, ich muss gerade gucken, ob der Stream noch läuft. Okay, ich verliere wahrscheinlich sämtliche Einheiten. Oh Gott. Dieser Kampf wird lange dauern. Kampf. Leichter sein. Kampf. Dick und hart. Ich hab heute irgendwie so meinen Gesangstag. Alles kein Problem. Das wird wieder. Ich glaube nicht. Okay. Was? Dann halt nicht. Danke für das Aufbauen. Alter, was? Was? Wie was? Ich hab nichts gemacht. Wasser. Was für ein Wasser schon wieder? Ich find kein Aluminium, das ist so kacke. Ich bräuchte hier irgendwie Ernährung. Essen. Mangiare. So. Okay. Der Kampf da oben, der wird mich echt aufzehren noch. Ich habe zwar bald Panzer, aber ich brauche Öl. Weißt du, das ist so... Ich bin jetzt Infanterie am Herstellen. Oh, sehr schön. Gleich greifen mich die Stadtstaaten an. Mal schauen, wie das laufen wird. Ich muss mal was trinken. Ah, sehr gut. Ich habe gerade Dingsvorteile. Hügelvorteile. Gut. Erstmal baue ich eine Stadt. Ein Land. Wollen alle Kleopatras tot haben? Teilweise ziemlich viel dafür. Außer Kleopatra, die will es nicht haben, das ist seltsam. Das weiß ich auch nicht warum. Auch nicht, ach die. Eingebildet. Kann ich mir vorstellen. Okay, mein Archäologe ist ein Typ mit Backenbart und heißt Elfriede. Was? Ja, ohne Scheiß. Hallo Elfriede. Hallo. So ungefähr.
Sehr schönes Bild, muss ich sagen. Es gibt ein sehr schönes Bild ab. Oh, wie schön. Wo sind denn meine Siedler? Ach, ich hab noch immer keine, meine Güte. Da krieg ich gerade einen zu viel. Kannst du mir nicht zufällig Salpeter anbieten, oder? Das ist gerade schlecht. Ich hab's nur ein. Nee. Ich hab's zweimal. Ach, deswegen kann ich die Artillerie bauen. Oh, das ist jetzt. Das wäre jetzt echt übel gerade. Also, ich würde sagen, das würde ich dir vielleicht. Wir müssen Montezuma überfallen. Ja, glaube ich auch. Das würde ich eher nehmen. Das sieht sehr gut aus. Ich habe da moderne Infanterie und dann hinten dran stehen Armbrustschützen und Katapulte. Ey. Geil aus. Das wird klappen. Ich brauche hier von mir aus ein Sägewerk. Boah, da ein Sägewerk. Ich brauche Essen für diese Stadt, Mann. Oh, Kotzen. Zum Kotzen nicht jetzt. Also auf jeden Fall habe ich genügend Platz, also jetzt genügend Weg, um schnell zu dir zu kommen. Also das wird schon klappen. Ich könnte ganz schnell bei dir sein. Auch gut, da reiten Ritter und dann kommen da Panzerabwehrschützen von den Azteken. Gut aus. Oh nein, da gibt's auch Krieg weiter. Okay. Endlich kann ich, also es dauert nicht mehr lange, dann kann ich endlich Bohrinseln machen. Das ist eines, was ich, eine Sache, die ich mir schon immer erträumt habe. Vorstellen. Ich brauche Bohrinseln. Bohrinseln, Ingo. So, hier habe ich... I have the high ground. Wir ballern den jetzt weg, hoffentlich. Okay, er nimmt immer mehr Schaden, das finde ich klasse. Die Einheiten bringen hier nichts. Ich würde dich am liebsten fragen, ob du mir ein bisschen Kohle kredenzen könntest. Kohle bezüglich Geld? Ja. Das ist kein Problem. Wie viel brauchst du? Sag ich dir sofort. Schwere Kavallerie. Also ihn könnte ich aufmotzen. Perfekt. Oh Gott. 72. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viel das sein wird. Am Ende des Tages. Ich glaube, das reicht. Moment, Peter hat mir was angeboten. Oh, der bietet mir 6 für... Okay, soll er den Tee haben? Ich habe genug Tee. Hardrode will mir drohen. Der will vor mir Geld, der Montezuma. Der heult. sie beschwert sich, dass ich gesiedelt habe. Okay, ich probiere, ob das reicht. Nee, definitiv nicht. Wow. Ich kann ja nochmal 100 anbieten. Wenn du kannst. Ab 119 die Runde. Boah, echt? Kriegst du so viel? Geldtechnisch habe ich meinen Handel voll ausgebaut. Ich krieg's. Kann ein, alle 2 Runden kann ich ein Gebäude kaufen oder Truppen. Boah. Hab ja jetzt schon eine Armee. Das würde ich mir auch wünschen. Nur leider will mir keiner halt Rohstoffe anbieten. Mhm. Ach, im Handel, sonst hätte ich mit denen ja schon längst gehandelt und hätten ja so meine Verbesserungen gekauft. Ah, okay, okay, okay. Kann halt keiner leiden. Der Einzige, der mich leiden kann, bist du, der mir was anbietet. Okay. Es wird ein bisschen schwer noch immer, weil mir fehlt so der kleine Ticken darüber noch. Okay. Ach, scheiße. Okay. Herrschaftssieg. Montezuma ist Erster. Alter, was für eine Macht der hat. Der hat 1519 militärische Stärke. Der ist der Stärkste. Oh! Ja, dann heißt es erst recht im Platt machen. Oh nein.
Oh nein, ich verliere meine Kavallerie tatsächlich, ne? Oh Gott. Ei, scheiße. So ein Mist. So. Die Truppe kommt heute an. In der Runde. Wir schießen auf den drauf. Oh, fast nicht mehr lange. Ich muss es versuchen. Ich konnte keinen Schaden machen, schade. Schade Schokolade. Die Siedler müssen schnellstens hier rüber. Denn ich könnte ohne Probleme Bohrinseln bauen. Das wäre nämlich das Beste, was ich jetzt machen könnte. Ich baue ein paar Doppeldecker vielleicht. Ich hätte eine Artillerie. Und könnte hier... Ein Siedler bauen, perfekt. Den könnte ich auch machen. Oder Moment. Kann ich den schon machen? Ah nee, den kann ich hier nicht machen. Oh, warte mal. Habe ich schon das Schienennetzwerk? Oder ist das falsches DLC? Nee, Schiene ist anderes DLC, okay. Sagen, ich glaube, das ist was an. Ja. Nee, das ist das andere, alles klar. Ach, schade. Sonst wäre ich noch schneller unterwegs, aber. Okay. Was können wir denn hier machen? Ein Flugplatz ausbauen, naja. Vielleicht mal eine Feldkanone. Oh, ein Politikplatz ist zu Ende. Generell könnte ich mal meine neuen Punkte hier verteilen. Das bräuchte ich mal. Okay. Ich habe jetzt meinen Ertrag auf 26 hochgepusht gerade mal. Von 8 auf 26. Gold. Okay. Das heißt, vielleicht geht das alles ein bisschen flotter jetzt. Ah, was ist denn jetzt los? Ah, sehr schön. Nee, kein Alu. Kein Alu, kein Alu, kein Alu. Ich bin gespannt, wie der jetzt reagieren wird, ja. Der Torontina. Hat zwei Flieger, die könnten ihn anbumsen. Ist nicht so einfach. Okay, er greift an. Okay. Das macht nicht so viel Schaden zum Glück. Muss ich jetzt dringend reparieren. Und jetzt... Jetzt kann ich die Doppeldecker brauchen. Und los geht's. Keine Chance. Perfekt. Also auf meiner Seite läuft's auf jeden Fall gegen Toronto einigermaßen. Ich kann mich ein bisschen behaupten. Bam. Treffer. Okay, der braucht... Der kann in Bereitschaft bleiben. Bereitschaft. Vorwärts.
Dann geht er rüber, passt schon. Okay, meine Mamelucken stehen da noch. Ich komme noch immer an dieses eine Fitzelchen nicht dran. So. Baue mich da gleich hin, so. Ich will doch nur das Öl haben. Ah, gleich habe ich eine Einheit. Bist du noch da? Lebst du noch? Ja, ich bin noch da. Ich bin gerade so ein bisschen... Ich kann meine Armbrustschützen endlich mal zu Feldkanonen upgraden. Alter, ich sehe fast die ganze Karte. Ich sehe überall, wo Trajan gerade ist. Siehst du das nicht? Doch. Hab ja dasselbe Bild wie du. Ja? Siehst du auch gerade, dass ich eine Allianz mit ihm habe? Ich nicht, ich dachte jetzt so, weil ich sehe ziemlich die ganze Karte. Bis auf ein paar Ausnahmen. Jetzt sehe ich auch die ganze Karte. Nach der Allianz mit ihm, das ist ja voll krass. Ach doch, habe ich, weil jetzt habe ich nämlich auch zwei Dinger bekommen. Ich sehe dasselbe wie du, ich habe zwei Stadtstaaten noch bekommen. Oh krass. Rosalem und noch irgendwas. Ich sehe das dann auch. Sehr gut, das heißt, ich kann jetzt auch endlich das Schlachtfeld hier überblicken von dir. Oh, weißt du was, wir könnten mit ihm zusammen Montezuma angreifen. Er ist nämlich auch noch... immer noch das Problem, dass die Brasilianer dazwischen sind, oder? Naja gut, er könnte ja mit den Brasilianern einen offene Grenzen halt aushandeln und dann könnte er rüber marschieren. So, müsste er dann halt machen. Oder? Oder gibt es noch eine Möglichkeit für ihn? Nee. Der müsste durch... Oder... Nee, doch, er kann von unten angreifen. Ja, der kann von unten angreifen. Der hat ja unten nochmal gesiedelt. Und von da könnte er auch theoretisch angreifen. Ohne bei denen irgendwie Kontakte zu schnüren zu müssen. So. Also das könnte alles klappen. Okay. Meine Bohrinseln sind gleich fertig. Jetzt vor der Küste schon einmal Öl. Das wäre das Beste, was mir passieren könnte. Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt kommt der. Jetzt kommt die Mannschaft darüber. Ich will das Zeug da endlich haben. So, da wird wild geschossen. Die bleiben locker. Die atmen locker durch die Hose. Weitere Truppen zur Verfügung. Oder habe ich hier Öl? Nee. Genau hier nicht. Okay. Okay. Ja. Okay, paar Runden und ich habe Öl. Also mehr Öl, als ich eigentlich brauche. Und dann kann ich schnell Panzer machen und dann greife ich an. Also Montezuma würde ich... Wie gesagt, in der Zeit baue ich mir meine Armee. Okay. Dass ich auf ziemlich jedem Feld irgendwas stehen habe. Ich baue ein paar Kriegsschiffe und schipper die darüber. Was ist denn mein Kriegsschiff? Ich habe zwei gehabt. Ah. Ne, das ist mein Unterseeboot. Das platziere ich aber auch hier. Ich hatte doch zwei... Nee, ich hatte... Ach nee, ich glaube, ich hatte nur ein Kriegsschiff. Nee, hatte ich überhaupt ein Kriegsschiff? Ich weiß es nicht. Hallo? Wo ist mein Kriegsschiff, wenn ich eins hatte? Ja, weiß ich nicht. Toll. Also ich hätte an seiner Grenze zwei Panzer dann gleich. Oder ja, das sind dann die aufgerüsteten Mameluke, oder? Genau, genau. Oder weißt du was? Ich mach noch was Lustigeres. Ne, passt nicht. Aber ich werde... Ja, wobei, es sind halt noch 10 Runden. Weil dann hätte ich halt auch noch Flieger da. Puh. Wir gucken mal. Du willst, wir können auch noch auf die Flieger warten. Ja gut, die Flieger... Ich brauche nur den Flughafen. Mit den Fliegern muss ich nur schnell rüber tingeln. Wobei, ich könnte meine...
Puppen hier dafür verwenden. Das kriegen wir hin. Ja, ich muss eh noch warten, bis ich das Rohöl habe und alles. So, die können dahin. Okay. Oder ich mach's ganz krass. Ich mach einfach Flugzeugträger. Oh. Wenn wir das produzieren, dann. Ja. Wenn wir. Oh, das ist mies. Ach du Scheiße. Die sind ja stark. Die Infanteristen sind ja mega stark. Uiuiuiui. Das gefällt mir so gar nicht. So. Tuckert mal rüber. Wir brauchen... Okay. Das da. Hier hätte ich die noch. Die werden aber durch die nicht durchkommen. Dann viel Spaß. Und hier eine Werkstatt. So. Irgendwie gucken, Gesandte und Stadtstaat durch einen anderen Spieler kriegt. Nochmal bitte. Kann ich irgendwie sehen, wie ein anderer, wie ein Stadtstaat, wie viele Gesandte der von einem anderen Spieler hat? Moment, das ist dann bei Stadtstaaten und ich glaube, wenn du dann auf einen Stadtstaat klickst. Ach, ich hab's. Beziehungen war das oder so, ne? Nee. Wo kann man das nochmal sehen? Ach so, ja, genau. Beeinflusst von... Ja, doch, ich hab's hier, ja. Ah, Candy ist dein Vasall. Ich fresse gerade meinen. Weil ich werde mit, warte mal, ich werde nämlich versuchen, Lissabon, das... Lissabon dann noch dazu gebracht, sich uns anzuschließen, dann hätten denen in den Rücken fallen können noch. Oh, das wäre... Beziehungsweise hätten sie vielleicht auch nur ablenken können, dass wir ein paar Truppen weniger von denen abkriegen. Mhm. Das war auch eine Idee. Hab gleich nochmal ein bisschen. Ach, die Allianz ist abgelaufen. Alles klar. Oh. Das war's, okay. Krieg gegeneinander. Yay. Yay. Ich habe Flugzeuge. Und du? Ich habe Katapulte. Jawoll. Mit denen können wir gewinnen. Ich hab tatsächlich noch Katapulte. Okay. Ich hab halt keinen Salpeter. Ja, ich spüre es. Das ist eine Tragödie. War ein Wink mit dem Zaunfall. Ich bräuchte ganz dringend Zeit. Wer braucht Salpeter? Peter braucht Salpeter. Guck mal, ich habe schon fast... Wie viel brauche ich noch? Okay, Alter, Montezuma hat einfach 15 Gesandte dort unten. Was zum Teufel? Ja, ich weiß, deswegen. Ich hab 9. Einer Runde habe ich 12 da unten. Ich hab 8. Okay. Oh Gott. Hilfe. Ah, jetzt weiß ich, was getötet wurde. So, ein Bockmast. Ja. Jetzt muss ich sogar noch meine Mamelucken dafür opfern. Ich will diese Stadt da endlich haben. Ah, perfekt. Okay, perfekt. Durch meine Aktion gerade habe ich noch ein bisschen die Wartezeit für den Flughafen verkürzen können. Das ist schon mal gut. Ich frage mich Folgendes. Was braucht denn
Ah, okay, gut. Der Kampfbomber braucht nur ein Aluminium anscheinend. Ah, wobei, die brauchen beide zwei Aluminium. Naja, egal. Ich habe gleich ein Aluminium. Das ist schon mal viel wert. Okay. Die sind gleich da. Von mir aus kann er auch hier siedeln. Meine Reiterstaffel ist da. Perfekt. Ich bin an der Reihe, was? Ich kann meine Kavallerie verbessern jetzt. Meine Güte. Jetzt beginnt der Krieg, ja? Was ist denn jetzt los? Hab ich schon gesehen. Huch. Oh. Oh, der greift aber heftig an. Okay, perfekt. Die Mamelucken müssen schnell vorbeikommen jetzt. Hui. So. Hier habe ich eine Feldkanone. Und eine weitere Kanone. Feuer frei. Oh ja, jetzt klappt es mit dem Angriff. Die können sich aufbessern. Perfekt, 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 perfekt. Jetzt läuft's bei mir. Ich hab Toronto gleich, das dauert nicht mehr lange. Es wird nur noch eine Angriffsphase dauern. Stieb. Das kann hier bleiben. Die haben wir ja schon. Oh ja. Stadt, gründe dich. Ja, dann halt nicht. Schaden gegen Land anhalten, Schaden gegen Land einhalten. Okay. Passt. Gleich, 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 gleich. Das ist so eklig, halt so eine lange Distanz zu haben gerade. Also ich würde gerne meine Truppen zum Beispiel recht schnell von Ort zu Ort einfach schiffen lassen, wo ein Flughafen ist, also von Flughafen zu Flughafen. Verstehst du? Ja, Maxi, ich grüße dich herzlich. Was ist? Servus. Jo, ist schon gut. Oh, jetzt beginnt hier noch der Krieg. Okay. Den könnten wir sogar sehr gut gewinnen. Zack. Und das Huma schickt eine Drohung an dich. Ah ne, das reicht schon. Perfekt. Das ist gut. Okay. Also Toronto gehört schon mal mir. Also sollte mir gehören. Ah, sehr gut. Könnte der denn siedeln? Der siedelt falsch. What the fuck? Warum ist Toronto nicht gefallen? Ist doch nicht dein Ernst. Toronto hatte nur noch ganz wenig Leben, so. Also, Toronto ist platt. Und die haben mich trotzdem abwehren können. Wie? Achso, warte, ich sehe gar nichts mehr. Wir haben ja gar keine Allianz mehr. Ah,
Ich spüre die Vibes. Moment, machen wir sofort. Ich breche hier meine Ari ab. Mache noch was anderes. Ein Flughafen. Also. Hast du mich denn schon eingeladen? Nein. Also, der noch... Nein. Oh, sobald du mit deinem besten Freund Sea of Thieves spielst. Oh. Was? Kennst du Heroes of Might and Magic? Achso, ja, stimmt. Das habe ich auch noch gepostet, ja. Oh. Oh, ne? Süß. Ich finde es nicht schön, dass du mit einem anderen außer mir spielst. Tja. Du bist halt mein Sea of Thieves-Partner. Sea of Thieves, ich bin ja eh so ein bisschen vergrübelt, was das angeht. Aber das ist auf Thieves. Ja, geil. Das ist ja ganz super. Okay. Wohin hat er das gemacht? Wohin genau? Heroes of Might and Magic 3. Aber ich kenne es tatsächlich nicht so sehr, wie ich denke. Ah, wenn du da richtig in der Runde bist, ist das so eine Endlosrunde. Okay. Ich meine, hier hast du ja wenigstens ein Rundenlimit. Ja. Gut, das kannst du aber auch abstellen. Das ist auch... Längste Kampagne, die ich mit einem hatte bei Heroes Might and Magic, war über 40 Stunden. Und dann hat immer noch keiner gewonnen. Ach du Scheiße. Das war wirklich Multiplayer. Das haben wir über Wochen hinweg, über 40 Stunden. Keiner von uns, immer wenn es mal einer geschafft hat, hat der andere dann wieder ein Konter. Das haben wir beide so gut gekonnt. Ach du meine Güte. Okay, das hat dann... War echt gut. Ewig um 3 Tage gedauert. Ja, wir haben es dann einfach auf Unentschieden geeinigt. Wir wollten es dann anders mal mit einer Siegesbedingung aus Klabuchstern, aber das hat sich dann irgendwie auch erledigt. Hat einfach nicht geklappt. Nein, dann haben wir echt keinen Termin mehr gefunden, da hat man sich auseinandergelebt und jetzt ist das ein ewiges Unentschieden. Ein ewiges Unentschieden, wundervoll. Jetzt ballern wir das mal weg hier. Ciao, ciao. Ich halt nochmal auf das Ding drauf, so, ne? Und das hat halt noch immer kein Leben, so, und... Ich kann grad so ausrasten, Alter! Das ist so furchtbar. Fahr doch eins weiter, du Hayopai. Das ist nächste Runde. Du zockst das Game mit der ganzen Familie. Okay. Das freut mich. Frage nie angezeigt. Bitte was? Bin nie angezeigt. Ich muss da immer wieder zurückgehen und wieder mal drauf. Okay, also dann ist die App einfach nur blöd. Wir haben übrigens noch mal keine Allianz. Ach so, stimmt ja. Komm, ich werde jetzt zur Kolonialmacht. Okay. So. Jetzt sehen wir schon die ganze Karte. Das ist schön zu wissen. Ich hab's nämlich auch. Ich hab mich gerade gut. Oh, ich hab Uran. Ganz viel Uran hier ums Eck. Ich hab Uran ums Eck. Ich hab noch mehr Uran. Ach ja. Du meine Güte. Hast du Uran ums Eck? Du sitzt jetzt auf. Warte mal, ich guck mal. Da habe ich da hinten im Wasser Infanterie. Was soll das? Machten die da im Wasser? Hast du Uran? Sieht jetzt erstmal noch nicht so danach aus. Ich habe übrigens eine Kriegsschiffflotte übrigens. Die ziehe ich jetzt auch gerade mal an die Grenze zum Unmöglichen. Typen da. Oh je. Das wird echt ein Battle. Ja,